Weiter geht's mit der dritten Saison und Jan-Ulrich, wir sind in der Gruppe von Hut, zieht sich da gerade nochmal die Schuhe zurecht. Also wir müssen jetzt leider nochmal ein paar ähnliche Profile fahren, aber ich gebe mein Bestes, dass wir hier die dritte Saison das letzte Mal auch nur mit diesen drei Rennen bestreiten. Deswegen haben wir ja ordentlich eingekauft und ich glaube, dass wir mit Attila Walter auch einen super starken Fahrer für die Berge haben. So, wir versuchen hier noch ein paar Sprintwertungen zu gewinnen. Da können wir uns ja noch verbessern. Ah, okay, ich dachte, ich könnte ihm hier vielleicht kurz abhängen. So, okay. Das wird schwierig, aber wir ziehen durch. Ulle ist inzwischen ein guter Sprinter. Und das wird die Sprintwertung. Sehr gut. Also da müssen wir ja noch ein bisschen was holen, damit der Sprintwert auch noch weiter nach oben geht. Deswegen bin ich überhaupt in die Ausreißergruppe. Ich glaube, wir haben bis auf eine Bergwertung trotzdem alle sonst gewonnen. Jetzt geht es hier gleich in den nächsten Berg der vierten Kategorie. Bleiben wir mal ganz kurz drauf. Ansonsten werde ich das jetzt relativ schnell zusammenschneiden, weil die Etappen sind auch ähnlich. Wir wollen natürlich hier nicht dauernd das Gleiche sehen. Und wir haben auch wieder kein Kopfsteinpflaster oder sonst was. Ich weiß nicht genau. Letztes Mal war es irgendwie spannender, auch von den Profilen her. So, wir regenerieren mal ein bisschen. Van Hut dürfte auch gerne mal vorbeifahren, wenn er Bock hat. Einfach mal seine Hut verlassen. Den Gag haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr schon mal gemacht. So, Tour de France, Lineups kommen langsam rein. Ich versuche natürlich so viel wie möglich auch darauf Bezug zu nehmen. Ich habe jetzt gesehen, Bini Girmay für Intermarché natürlich mit am Start. Bin ich mega gehypt drauf. So, hinten gab es jetzt den Zwischensprint. 2,6 Kilometer hier noch bis zum Berg der vierten Kategorie. Van Hut hat keinen Bock vorbeizufahren, aber wir haben eh komplett regeneriert. Mit dem roten Balken, das passt also. 4 Minuten noch der Vorsprung, der war schon mal bei 7 Minuten. Tadej Pogacar, slowenischer Zeitfahrmeister geworden. Ich schaue mir gleich nochmal ein paar Ergebnisse auf Pro Cycling Stats an, damit ich das nochmal so ein bisschen hier mit reinnehmen kann, auch in die Folgen. Ich glaube, mit über 5 Minuten Vorsprung. Ich meine, die Konkurrenz jetzt bei den slowenischen Zeitfahrmeisterschaften war auch nicht ganz so dramatisch. Trotzdem, mit über 5 Minuten muss man erstmal gewinnen. Also er scheint auf jeden Fall gut in Form zu sein. Hoffe, dass alles auch sturzfrei passt bei der Tour de France. Dass in den ersten Wochen da nichts Schlimmes passiert. So, wir sehen Ulle. Auf dem Terrain ist er schon relativ gut. Es kommt wahrscheinlich Van Hut trotzdem gleich nochmal vorbeigeschissen. Da ist Ulle durch. Wir gewinnen es gerade so. Da sind wir einfach auch ein bisschen zu früh wieder losgegangen. Wenn die Konzentration nicht so da ist, dann merkt man das. So, vorne beginnt die Verpflegungszone. Ulle bekommt sein blaues Gel. Die Kollegen hinten bekommen ihr blaues Gel. Und wir sehen uns beim nächsten Zwischensprint wieder. So, nächster Zwischensprint. Ulle mit schlechter Tagesform, muss man ja auch nochmal sagen. So, jetzt können wir losgehen. Und ich glaube, jetzt können wir auch durchziehen. Gehen wir mal daneben. Sollte eigentlich sich irgendwie ausgehen. So, Tigersprung noch gemacht. Ich versuche den jetzt auch immer mal ein bisschen später zu machen. Nächster Zwischensprint, den wir holen auf dem Weg zu einem ordentlichen Sprinter. Das ist natürlich auch nice. Wie gesagt, keine Achievements, die oben kommen, weil man beim ersten, beim zweiten, beim dritten was bekommt, dann allerdings erst beim fünften, dann wieder beim zehnten. Also man kriegt nicht immer das Achievement. Nur noch mal kurz erklärt für alle, die jetzt vielleicht auch mit dem Pro-Kapitän-Modus noch nicht ganz so viel Berührungspunkte hatten. So, zwei Berge der vierten Kategorie, hinten raus wird es trotzdem einen Sprint geben. Da halten wir dann mit Itamar Einhorn wahrscheinlich rein, außer Ulle kommt durch. Aber mit Ulle jetzt hier in den Schlusssprint zu gehen mit dem roten Balken, den wir schon ordentlich verballert haben, das macht wahrscheinlich wenig Sinn. So, wir gehen rein in den Sprint mit Itamar Einhorn. Peter Sagan hier auch noch mit dabei, auch Karriereende jetzt am Ende der Saison, fährt er noch? Man weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall geht da auch eine große Karriere zu Ende. Da haben wir Arnaud Demar, dem hier der Sprint angefahren wird. Wie gesagt, die Sprints finde ich nach wie vor ein bisschen schwierig. So einen richtigen Sprintzug oder sowas gibt es da nicht. Da müsste man wahrscheinlich generell alles ein bisschen überdenken. Ähnlich wie beim Pro Cycling Manager, dass man einfach diese Kilometeranzahl halt auch ein bisschen realistischer macht. Keiner sprintet 800 Meter vorm Ziel. Aber das ist dann eben auch schwierig. Okay, warum fährt jetzt hier keiner? Wir können die blauen Gele nochmal verteilen. Warum haben sich hier 26 Fahrer abgesetzt? Ja, nice. Irgendwie schon nice, weil das Wichtigste ist ja, dass wir Attila Walter hier vorne mit dabei haben. Kriegen jetzt auch alle nochmal blaues Gel. Wir ziehen einfach mal durch. Kostet ja nichts. Gehen wir mal bei Kuka hin. Godon geht los. Alter Schwede, die gehen sehr früh los.
Die gehen sehr, sehr früh los. Da kommen wir, glaube ich, auch nicht mehr ganz vorne hin. Schauen wir mal, kommen wir da noch vorbei? Nee, kommen wir nicht. Alter Schwede, wieder alle aufgereiht. Wahrscheinlich sind wir im Endeffekt 94. geworden, keine Ahnung. Da gibt es ein paar Abstände. Mal schauen, ob die auch gemessen werden. Bei Flachetappen immer schwierig, aber vielleicht haben wir da ja eine kleine Lücke gerissen, auch mit Attila Walter. Das wäre ganz nice. Den Sieg hat es eh nicht gegeben. Movistar einfach vorne weggerast. Weiß nicht, wer war das? Aranburu oder so? Ladies and Gentlemen, ah, Gaviria. Stimmt, Gaviria habe ich bei Movistar noch nicht so richtig verortet. Der fährt für mich immer noch woanders. So, Ulle in der Bergwertung vorne. Das ist doch schon mal was. In der Nachwuchsfahrerwertung ist er nicht vorne. Das spricht dafür, dass da hinten eine Lücke gerissen ist. Kovi und Ulrich mit 1,04 Abstand. Jo, aber ansonsten... Ah, okay. Ah, Mist, Kovi dann auch noch gestürzt. Jorgensen. Jorgensen ist raus. Klingt jetzt erstmal ein bisschen unschön, wenn ich das sage. Aber für uns natürlich für die Gesamtwertung ganz gut. Aber Matteo Jorgensen, man gönnt oder man wünscht keinem Fahrer einen Sturz. Itamar Einhorn dann nur auf dem 7. Platz, trotz guter Tagesform. Man sieht hier, die Konkurrenz ist noch nicht so richtig gut drauf. Haben wir dann nur den 7. Platz geholt. Aber jetzt zählt es halt für uns. Die nächsten beiden Etappen, die wollen und müssen wir gewinnen, wenn wir aufsteigen wollen. Wir werden beides mit Attila Walter fahren, damit wir hier schon mal uns so einen kleinen Vorsprung vielleicht rausfahren können. Abbé de Senonc. Und dann natürlich die 129 Kilometer hoch zum Mont Ventoux. Da müssen wir dieses Jahr gewinnen. Wir gehen rein, 10 Kilometer sind es noch mit Attila Walter, der die Steuerung noch drin hat. Die nehmen wir gefälligst mal raus, mein Freund. Attila Walter, auch interessanter Fahrer nach wie vor. Jetzt bei Jumbo Visma ja am Start. Muss man schauen, ob der nächste Schritt dann demnächst auch mal kommt. Beim Giro ja schon in Rosa mal gefahren, vor ein, zwei Jahren. Das auch wirklich gut gemacht. Man erwartet aber eigentlich noch größere Dinge von ihm. Ob da Jumbo Visma jetzt unbedingt das perfekte Team für ist, wo man eher Helferdienste ja erwartet. Das werden wir dann sehen. So, wir machen mal ein bisschen Tempo mit Kovi vorne, der noch nicht vorne angekommen ist. Immer noch ein bisschen sturzgeschädigt, Kovi, den sehen wir auch da hinten. Vorne Bora Hansgrohe. Wir haben Gloke an unserer Seite. Itamar Einhorn auch noch mit dabei. Jan Tratnik, also Jumbo Visma schon mit einem krass guten Team. Hoffen wir mal, dass die Saudis das nicht übernehmen nächstes Jahr. Auf Twitter gelesen, dass irgendein Saudi-Sponsor anscheinend jetzt auch überlegt, in den Radsport einzusteigen. Radsport ja eigentlich auch eine leichte Variante oder eine kostengünstige Variante, um viel Aufmerksamkeit zu bekommen. Also da muss man sich kein 100 Millionen N'Golo Kanté holen. Was ich echt schade finde, dass Kanté jetzt nach Saudi-Arabien gewechselt ist. So, Kukar geht da durch. Cloak ballert. Gehen auch mal mit. Müssen wir jetzt auch. Können das rote Gel ja sowieso dann bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter nehmen. Jetzt müssen wir aber vorne dranbleiben. Dürfen die Lücke nach vorne nicht wieder so groß werden lassen, wie das vorher mal der Fall war. Gibt jetzt wahrscheinlich eh gleich nochmal einen leichten Tempowechsel. Wir ziehen weiterhin mit durch. So, jetzt müssten die ersten aber auch mal hier ein bisschen platt sein. Nehmen mal blaues Gel, bevor wir dann gleich das rote Gel auch noch nehmen. 4 Kilometer noch bis oben hin. Haben wir noch Helferlein? Cloak ist da jetzt weg. Schauen wir mal, dass wir ihn nochmal holen. Ulle ist relativ wurscht, den haben wir heute auch mal geschont. Nächste Etappe könnte ganz interessant werden. Ich glaube, die Etappe haben wir das letzte Mal auch schon relativ easy gewonnen. So, jetzt mal schauen. Vorne Jumbo nach wie vor. Wir haben Cloak natürlich jetzt nicht mehr vor uns. Kovi könnte man auch nochmal versuchen, irgendwie vorne hinzuholen. Rotes Gel warte ich jetzt erst nochmal, weil wir regenerieren den roten Balken ja trotzdem gerade leicht. Tratnik durch, Kukar ist durch. Wir können also auch hier nochmal ein bisschen ruhiger machen. Lassen mal Buchmann vorbeifahren, der natürlich auch im Line-Up für die Tour de France ist. Für Bora Hansgrohe. Itamar Einhorn versucht da nach vorne zu kommen. Louis Meintjes kommt. Es sind immer noch 2 Kilometer und oben es bleibt halbwegs steil. Thijs Benoot. Da sollten wir jetzt dranbleiben mit Ciccone. So, Guerrero. Ich fahre mal ans Hinterrad. Und dann das rote Gel noch fertig zu nehmen. So, Thijs Benoot. Dann haben wir dort mit der 1 Wilco Keldermann. Jetzt
gehen die ersten auch schon los, aber das wird, denke ich mal, nichts werden. So, Lou Mantis haben wir dort noch und dann holen wir uns hier souverän den Sieg, würde ich mal sagen. Jetzt können wir echt nochmal richtig durchziehen, setzen uns hoffentlich auch ein bisschen ab. Machen trotzdem nochmal den Tigersprung. Also das sind einige Sekunden, die wir uns da rausgeholt haben auf der Etappe. Die haben wir aber beim letzten Mal auch schon relativ easy gewonnen. Das passt halt einfach immer, wenn man das rote Gel noch nimmt. Ich weiß nicht, ob die KI auch so das rote Gel nimmt, wie wir das machen. Aber anscheinend haben die es nur einmal zur Verfügung, gefühlt zumindest. So, drehen wir nochmal die Kamera. Da sehen wir nochmal, wie deutlich das gerade auf den letzten Metern geworden ist. Da hatten die überhaupt nichts mehr im Tank und da hatte unser Attila Walter halt noch richtig Nitro in den Beinen. Sehr, sehr nice. Also den Sieg holen wir uns schon mal. Ich denke mal, wir gehen auch im gelben Trikot dann jetzt gleich in die Moventoux-Etappe. So schaut's aus. Bergwertung ist auch bei Walter. Nachwuchsfahrerwertung eben auch. Deswegen ist Attila Walter so eine wichtige Verpflichtung gewesen, dass wir da auch aufs weiße Trikot natürlich fahren können. Das bringt auch nochmal Punkte. So, das bedeutet 15 Sekunden vor Marc Soler, dann Louis Mainthiers, Guerrero, Ciccone, Keldermann, George Bennett, Jan Hirt. Da sind schon einige gute noch mit dabei, aber ich glaube, mit Jorgensen von Movistar ist tatsächlich der stärkste Fahrer schon raus. 129 Kilometer, wir gehen in die Ausreißergruppe mit Ulle, versuchen am Berg der ersten Kategorie vielleicht irgendwie eine Chance zu haben, wird kompliziert werden. Probieren wir und dann geht es natürlich in den Schlussanstieg mit Attila Walter rein und wir holen uns hoffentlich den Gesamtsieg. So, jetzt zählt's. Ist irgendwie schon mal eine kleine Lücke gerissen. Mal kurz der Blick zurück. Wir sehen da Felix Gall mit seinem AG Desert Team, leider auch Kovi hinten mit drin, aber wir haben zum Glück noch Gloke an unserer Seite. Vorne macht Itamar Einhorn hier im etwas flacheren Bereich mal das Tempo. Könnte jetzt eigentlich auch schon mal das blaue Gel bekommen, dann kann er da noch länger vorne fahren. Also er macht mal ein bisschen Tempo, Ulle hängt da irgendwo auch noch mittendrin, Max Walscheid bekommt es, Kovi warten wir noch. Vielleicht kommt der ja nochmal mit nach vorne. Aber natürlich nice für uns, dass Felix Gall dort erstmal raus ist. Der könnte nämlich ein guter Konkurrent werden, seine Jungs ballern sich da jetzt kaputt in der Nachführarbeit. Weiterhin 24 Sekunden, 23... So, bin mal gespannt, wann die Gruppe hinten wieder aufschließt. Sie werden auf jeden Fall aufschließen, aber es kostet natürlich deutlich mehr Energie. Und wenn die Gruppe ankommt oder wieder hier vorne hinfährt, dann haben wir Kovi auch wieder an der Seite. Das ist für uns also auch nicht ganz verkehrt. Ulle wird heute sein Bergtrikot natürlich verlieren. Das hat mit der Ausreißergruppe heute auch nicht so funktioniert, wie ich es gerne gehabt hätte. So, jetzt die Gruppe Hirt dahinter. Achso, nee, Quatsch. Lopez ist vorne raus. Sorry. Gerade irgendwie ein bisschen, bisschen verwirrt. Also, Lopez vorne raus. Dann die Gruppe Hirt. Die lustigerweise Gruppe Hirt heißt. Bedeutet aber, dass er wahrscheinlich hier der stärkste Fahrer sein könnte. Und dahinter der Abstand jetzt 20 Sekunden. So, wir versuchen hier einfach nur konstant unser Tempo hochzufahren. Itamar Einhorn ist nach wie vor vorne mit ein bisschen Tempo. Kann ruhig auch mal das rote Gel nehmen, wenn er Bock hat. Hält diese Gruppe hier schön konstant. Ja, so viel dazu. Schon ist er weg. Jetzt versucht er wieder nach vorne zu kommen. So, eritreische Fahnen am Rand. Wir haben schon über Bini Girmay gesprochen. Würde ihm einen Etappensieg bei der Tour de France so dermaßen gönnen. Okay, jetzt wird es hier doch nochmal ein bisschen schneller. So, jetzt sind es hier aber 63 Fahrer wieder. Dann können wir nämlich mal den Wechsel machen. Dann schicken wir Gloke mal vor. Wie sieht es denn bei Kovi aus? Schicken Gloke mal vor und holen uns Kovi an die Seite. Kriegen auch beide mal das blaue Gel. Bei Walter können wir dann auch langsam mal anfangen, das blaue Gel ein bisschen zu nehmen. So, Parat Pentre, da haben wir mit der 92 Felix Gall. Sehr, sehr nicer Fahrer. Ich mache das mal kurz an der Seite weg, weil es ist ohnehin momentan nicht relevant. Wir halten das Tempo mal konstant hoch, aber AG Desert zieht auch einfach selber gnadenlos durch vorne an der Spitze. Ich hoffe mal, dass wir diesmal mit Walter ein bisschen besser sind als mit Zimmermann, weil den Sieg müssen wir hier bei der Rundfahrt holen. Wir müssen eigentlich alle drei Rundfahrten gewinnen, um überhaupt eine Chance haben zu wollen. Die zweite Rundfahrt, muss man mal schauen, könnte vielleicht die leichteste sein. Vielleicht.
die leichteste sein. Aber da ist das Zeitfahren halt noch mit drin. Da müssen wir mit Max Walscheid dann alles geben. So, wieder sehr wild hier. So, George Bennett natürlich auch noch mit in der Verlosung. Hier mit der 11, aber kein Rafa Majka immerhin dabei. Konkurrenz hier nicht ganz so stark. Jorgensen gestürzt, deswegen schon raus. Haben wir auch schon drüber geredet. Jetzt wird es gleich ein bisschen flacher, bevor es dann in den sehr, sehr steilen Bereich geht. Wir sind ein bisschen zu weit hinten eigentlich. Da haben wir Max Walscheid, der hier auch noch mit dabei war. So, Kovi sehe ich nicht wirklich. Unsere Kollegen. Okay, Kovi ist jetzt auch schon ziemlich durch. Holy shit. Also können wir generell mal sagen, ja komm, lasst mal raus. Du kriegst nochmal das rote Gel. Aber bringen wird es relativ wenig. Kovi kriegt es auch nochmal. Wo ist Kovi? So, ich hoffe mal, dass der Kovi nicht 19 Jahre alt war. Oh, Gloak ist vorne ausgerissen. Ciccone ist hinterher. Ja, nice. Ich habe mich gerade schon gefragt, wo ist Gloak denn eigentlich hin? Machen wir es mal so. Interessant, Ciccone hinterher. Relativ früh. Ich glaube nicht, dass der das halten kann. Weil dann gewinnt Gloak halt hier das Ding. Macht ja nichts. So, der soll natürlich keine Führungsarbeit leisten. Soll sich da einfach mal vorne dranhängen. Vielleicht haben wir dann ja sogar gleich noch einen Helfer. Kovi immer noch ein bisschen am Regenerieren von seinem Sturz. So, aber die beiden Jungs da vorne, das funktioniert dann eben doch nicht. So, jetzt gehen die Kilometerzahlen natürlich ein bisschen schneller runter, ein bisschen flacher das Ganze. Versuchen hier weiterhin schön konstant durchzukommen. Alter Schwede, dieses Rumgehaue hier immer. Klaus Gehl sollten wir jetzt trotzdem schon mal ziemlich konstant nehmen. Komplett nehmen. So, Tempo ist raus. Dann hauen wir Gloak nochmal vorne hin. Zum gesunden 90er Tempo. Damit wir hier die Konkurrenz auch nicht zu sehr regenerieren lassen. Der steile Bereich, das sind dann wieder so 5-6 Kilometer. Haben wir letztes Jahr gesehen, das wird es in sich haben. Deswegen würde ich hier auch gerne das Tempo weiterhin hochhalten. Da kommt jetzt Jan Hirt. Aber es sah letztes Jahr mit Zimmermann eigentlich ähnlich ordentlich aus. Und dann hatten wir auf den letzten Kilometern aber eigentlich gar keine Chance mehr. Gucken, ob es den Leuten jetzt ein bisschen mehr wehtut, wenn wir das Tempo konstant hochhalten. AG Désert. Oder sind wir das? Ach, ich kann es immer schlecht auseinanderhalten. AG Désert oder unser weißes Trikot mit ähnlichem Schriftzug am Rücken. Ich glaube, es ist Thomas Gloak, der da jetzt vorne fährt. So, Gino Meda auch wieder neben uns. Guerrero mit am Start. Entamaché bremst da vorne jetzt ein kleines bisschen. So, wir regenerieren nochmal. Sehr schön. Marc Soler mit der 12. Könnte auch interessant sein. Ich glaube, zweiter momentan in der Gesamtwertung, Marc Soler. So, wir lassen ihm mal die kleine Lücke zufahren. Jetzt geht es dann hier vorne nochmal gleich in diese Kurve rein, wo wir wieder weggeblockt werden. Ich versuche die Position schon mal ein bisschen nach vorne zu verlagern. Da kommt Champoussin. Meint ihr es? Die Attacke sind wir letztes Jahr mal mitgegangen. Da würde ich dieses Jahr mal ruhig bleiben. Glaube ich, oder? War das ein Fehler? Ich glaube, das war ein Fehler, dass wir hier nicht mitgegangen sind. Da hätten wir das Hinterrad haben müssen. Das könnte wieder der entscheidende Fehler hier gewesen sein. Die haben da vorne jetzt schön Windschatten und wir müssen alleine hinterherfahren. Das war dumm. Das könnte, wie gesagt, der entscheidende Fehler jetzt gewesen sein, auf die letzten Kilometer auch. Wir kommen auf jeden Fall zur Gruppe wieder hin. Aber das war dumm. Soler kommt gleich mit der nächsten Attacke. Mal schauen. Ach, wie ärgerlich. Da ist man so lange hier im Anstieg drin und macht eigentlich fast alles richtig. Und dann entscheidet man sich halt falsch. Weil letztes Jahr die Attacke bin ich mitgegangen. Und da ist dann absolut nichts draus geworden.
Gehen wir mal bei Mindtiers hin. So, und jetzt sind wir eigentlich in derselben Situation wie letztes Jahr, dass wir hier wahrscheinlich konstant ein bisschen platt gefahren werden. Gehen wir mal bei Solaire hin. Tempo ist allerdings jetzt gerade wieder ein bisschen raus. Keldermann und Walter kämpfen da um das Hinterrad. 3 Kilometer sind es noch. Das lief nicht gut. Das lief gar nicht gut. Jetzt bleibt es halt auch konstant steil. Und wenn das Tempo so hoch ist, dann werden wir auch relativ bald rausfliegen. So, rotes Gel können wir schon mal ein bisschen nehmen. Nehmen wir nicht komplett. Wir haben ja auch ein bisschen Luft zum Regenerieren. Noch 2,2 Kilometer. Der blaue Balken macht mir Sorgen. Keldermann ist noch da. Champoussin fährt das von vorne. Puh, das wird spannend. Und wie gesagt, nach wie vor ärgerlich, dass wir das Hinterrad nicht hatten, da alleine im Wind hinterher zu gehen. Das war nicht gut. Vorne der letzte Kilometer. Keldermann ist raus. Aber wir auch gleich, wenn es so weitergeht. Na, das wird nicht der Rundfahrtsieg werden, leider. Die sind stärker. Die sind leider stärker da vorne. Super ärgerlich. Habe ich richtig vermasselt. So eine Scheiße. Also wie gesagt, die Attacke, das Hinterherfahren hat es uns gekostet und das könnte schon der Aufstieg gewesen sein, den wir hier vermasseln. Halbe Minute jetzt der Abstand, so groß war der Vorsprung auf Marc Soler auf gar keinen Fall. Marc Soler gewinnt vor Champoussin. Baller nochmal rein, mein Freund, und dann wird es nur der dritte Platz. So ein Shit. Und wir hatten halt auch keine Teamkollegen mehr, die uns dort die Lücke hätten zufahren können. Kovi halt leider nicht so stark, wie er eigentlich sein sollte, aber ist auch noch nicht so top in Form. Gloak, der viel gearbeitet hat vorher. Und ja, das ist ein Schlag ins Kontor, würde ich mal sagen. Bin jetzt richtig enttäuscht, weil ich war mir relativ sicher, dass wir das Ding gewinnen. Vor allem Walter ja auch noch mit der absoluten Überspitzenform. So ein Rotz. Werfen wir mal den Blick drauf. Ich muss hier gleich mal ein bisschen Luft reinlassen. Ich habe das Gefühl, ich habe hier überhaupt keinen Sauerstoff mehr drin. So, Gesamtsieg für Soler. Gaviria, Bergwertung Soler, Nachwuchsfahrerwertung verlieren wir auch noch an Champoussin. Also das ist echt richtig beschissen gelaufen. Jetzt haben wir echt alles verloren, auch wenn wir in der Teamwertung erstmal ja, relativ ordentlich liegen. So, Gesamtwertung. Eieiei. Interessiert mich alles gar nicht mehr. Also, wir holen nur 64 Punkte. Zweiter Platz in der Teamwertung. Das bringt uns halt, wie gesagt, nicht so richtig viel. Ulle auf der 10 in der Einzelfahrerwertung. Und ja, Walter dann wirklich auch nur mit 46 Punkten. Das ist schlecht gelaufen. Wir haben Ulle auch nicht so sehr verbessert. Regeneration geht immerhin ein bisschen nach oben. Und am Hügel geht ein bisschen was. Da haben wir ja hügelige Etappe beendet. Haben wir nicht auch einen Berg der zweiten Kategorie gewonnen? Oder war das letztes Jahr? Es war ja schon letztes Jahr. Also da haben wir Ulle jetzt auch nicht so sehr verbessert, wie wir das gerne gemacht hätten. Enttäuschung hier zum Start in die Saison. Das hätten wir gewinnen müssen. Jetzt gilt es dann beim Breath Cup mit Max Walscheid mal richtig doll reinzugehen. Da gibt es ja ein bisschen was für die Sprinter. Das können wir schnell machen. Berg der vierten Kategorie hier zum Abschluss. Da muss Walscheid echt alles reinknödeln. Kovi wird ihm dort helfen. Wir fahren nicht für Kovi, weil Kovi ein schlechter Zeitfahrer ist. Und wir müssen ja die 13 Kilometer nach Plümelek dann auch noch relativ gut bestreiten. Also, ja, schauen wir mal, was beim Breath Cup so drin ist. So, erste Etappe steht an. 5 Kilometer sind es noch. Max Walscheid leider gestürzt. Ich habe ihn nicht die ganze Zeit gesteuert, beziehungsweise ich habe ihn nur vorgespult. Also wird er jetzt hier nicht sein volles Potenzial ausschöpfen können. Minimal ist er dort blockiert gleich im Sprint. Wir versuchen es trotzdem mit ihm. Natürlich alles andere als optimal. Die Kollegen bekommen auch mal das blaue Gel. Ich bin ein bisschen genervt, dass das jetzt nicht geklappt hat mit dem Sieg. Aber wie gesagt, ich habe es ja selber verschuldet. Wenn wir das Hinterrad gehabt hätten, wären das wahrscheinlich so die entscheidenden
Meter gewesen, die wir noch hätten dranbleiben können. So, vorne nochmal eine Kurve. Bordimeus ballert uns da nochmal weg. Oh, vorne sind auch noch ein paar weg, sehe ich gerade. Ja, nice. Das wird auch spannend werden. Vor allem, weil es dann hinten raus nochmal leicht bergauf geht. Da sind wir jetzt schon wieder viel zu weit hinten, glaube ich. Und auch viel zu früh im Wind. Ja, da kommen wir nicht mehr ganz vorne hin, aber zumindest erstmal ein ordentlicher Auftakt hier. Irgendwie ist der Wurm drin. Es gibt auch nicht mehr nur diese hügeligen Ankünfte. Bergankünfte waren beim Vorgänger auch schwierig zu gewinnen. Da musste man schon sehr, sehr gut das Ganze timen, gerade auch mit seinem Team, Marc Soler und so weiter. Natürlich vom Bergwert nochmal ein bisschen besser als Attila Walter. Aber hier auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, auf dem wir ja momentan am Stissel sind, ist es doch relativ schwer aufzusteigen. Das merke ich jetzt schon, aber es ist eine schöne Herausforderung. Wir versuchen es jetzt gleich. Nächste Etappe wird wahrscheinlich dann entscheidend sein. Das war jetzt nur mal zum Warmwerden. Natürlich wäre es schön gewesen, mit Max Walscheid da auch den Sprint zu holen. Wird dann nur der fünfte Platz. Rüdiger Selig gewinnt vor Tönz und Saro. Hofstetter auf der 4, Ackermann auf der 7, Gaviria auf der 8. Also die eigentlichen besten Sprinter waren da jetzt gar nicht so weit vorne. Aber jetzt auf der zweiten Etappe, da zählt es halt. Da gibt es Berge der vierten Kategorie hinten raus. Hügel ist jetzt nicht so die allergrößte Stärke von Max Walscheid. Er kann das gut. Da gibt es aber sicher bessere. Momentan sind wir eben genau 22. in der Teamwertung. Aber da gibt es sicherlich noch Teams, die ordentlich punkten werden bei der Tour de France und so weiter. Deswegen, wir brauchen hier definitiv den Gesamtsieg. So, wir gehen rein auf die zweite Etappe. Wir machen das jetzt alles in eine Folge. Die komplette Rundfahrt schneiden wir da noch dran. Bislang alles so enttäuschend. Da wollen wir auf jeden Fall jetzt hier nochmal ein wenig Triumph haben. Schauen wir mal, mit Ulle holen wir uns hier relativ deutlich die Sprintwertung. Sehr schön, 20 Punkte für Ulle, leider wieder kein Achievement. Da müssen wir noch mehr Zwischensprints gewinnen. Den ersten hatten wir, glaube ich, auch gewonnen. So, also wir sind jetzt hier 33 Kilometer vom Ziel. Kovi ist da jetzt irgendwie auch noch mit ausgerissen für die Sprintwertung. Hat er da was versucht? Gibt trotzdem keine Punkte mehr für unser Team. Also die Gruppe hier wird definitiv nicht durchkommen. Wir versuchen im Finale mit Max Walscheid eben erfolgreich zu sein, um dann fürs Zeitfahren eine gute Ausgangslage zu haben. So, die 10-Kilometer-Marke ist erreicht. Attila Walter an unserer Seite. Wir haben eigentlich unser komplettes Team jetzt nochmal nach vorne geholt, von dem aber nichts zu sehen ist. Auch nicht schlecht, wir haben nur Ulle vorne. Dann schicken wir Ulle mal auf Jagd. Weil 35 Sekunden ist jetzt nicht gerade wenig. Und Ulle braucht die Energie jetzt nicht. Attila Walter, wie gesagt, nur so als Beschützer mal an unserer Seite. Blaues Gel haben wir noch, das können wir gleich dann geben, wenn es in diesen kleinen Anstieg da reingeht. Da haben wir den letzten Kilometer erreicht. Ackermann ballert ein bisschen. Wir gehen auch mal mit aus dem Sattel. Nicht, dass wir da jetzt zu viel Schwung verlieren. Da hatten wir auch Brandon McNulty, der fürs Zeitfahren wahrscheinlich nochmal ganz interessant wird. So, jetzt ist Zeit für die blauen Gele. Max Walscheid nehmen wir es auch mal. 6,9 Kilometer noch. Minimale Abfahrt und dann geht es hier aber auch ordentlich weiter. Fahren einfach schon mal so ein bisschen in Position mit der 93. Dorian Godon, der da vorne kurz weg ist. Immer noch 35 Sekunden da vorne für die Gruppe. Ist wie gesagt nicht gerade wenig. So, da haben wir Ulle wieder. Kovi ist auch da. Wie schaut es mit dem Beschützen aus, Herr Walter? Jetzt müssen wir echt hier schon mal ein bisschen reinballern. Man merkt schon, Walscheid am Hügel nicht ganz so überragend, aber wir müssen es mit ihm versuchen, weil die anderen Fahrer im Zeitfahren halt dann nicht stark genug sein werden. Rotes Gel. Mur de Bretagne. So, Ulle hält da auch noch ganz ordentlich mit. Wir können die roten Gele nochmal verteilen. Versuchen da vorne nochmal hinzufahren. Immer noch 4 Kilometer.
So, vorne müsste Agi Dessert sein. Ulle macht da immer noch einen sehr, sehr guten Eindruck. Da haben wir die Bergwertung. Ziehen jetzt hier mal durch. Wie groß ist die Gruppe? Ah, das ist Kovi da vorne. Das ist gar nicht Agi Dessert. Sehr nice. Kovi, alter Schwede, sieht aber noch richtig fresh aus. Gehen wir mal bei Kovi hin. Dass der uns da jetzt einfach mal hinführt. In einem guten Tempo. Boah, jetzt kommen sie aber auch alle hier vorbeigebrettert. Das wird eng, das wird eng, das wird eng. Aber es wird der Sieg. Puh. Immerhin die Zeitbonifikation. Haben uns die Energie halbwegs gut eingeteilt. Und wie gesagt, Max Walscheid ist jetzt nicht der beste Hügelfahrer, wie man gerade gesehen hat. Da haben wir es jetzt eher ja, mit einem guten Timing gemacht. Also Etappensieg immerhin auf der zweiten Etappe. Und jetzt müssen wir es im Zeitfahren irgendwie nach Hause bringen. Schauen wir mal auf die Zeitbonifikation der Konkurrenz. Ich weiß nicht, wer da Zweiter, Dritter und so weiter geworden ist. Aber Max Walscheid, guter Zeitfahrer. Wir sollten es eigentlich ganz gut wuppen können. Beim letzten Mal habe ich beim Zeitfahren echt viel vermasselt. So, Gesamtwertung sind wir auf jeden Fall erstmal vorne. Ulle holt sich die Bergwertung, auch nicht ganz unwichtig. Vielleicht gibt es dafür nochmal ein paar Punkte, glaube ich aber eigentlich nicht. Also, Schachi ist auf der 2, Brandon McNulty auf der 3. Yo, das Ron Dennis. Fick doch die Henne. Wenigstens holt der aber keine Bonifikationen. Bedeutet, ja, Schachmann 4 Sekunden, McNulty 6 Sekunden, das könnte sehr, sehr schwierig werden. Und Ron Dennis ebenfalls damit 10 Sekunden Abstand. Also das wird ein sehr, sehr hartes Abschlusszeitfahren. Wir probieren alles, ich gebe mein Bestes, ich schaue mir den Parcours jetzt nochmal an und dann versuchen wir da alles rauszuholen, weil wir müssen hier den Sieg holen. So, los geht's. Max Walscheid in absoluter Überform. Schauen wir mal, wie weit wir hier kommen. So, erste Kurve nehmen wir mal so. Dann können wir es eh noch ein bisschen ruhiger angehen lassen. Hier bergab. Puh, das war ein enges Höschen. Boah, das ist wieder dieser sehr, sehr schwierige Parcours. So, bergauf sollten wir wieder in die Zeitfahrhaltung gehen. Muss man echt auch ganz gut steuern. Kommen wir auch gut hin. Gehen wir mal kurz aus dem Sattel, wenn es hier ein bisschen steiler wird. Wobei, so steil ist es gar nicht, sah jetzt nur so aus. Okay, aber wir sind erstmal ganz gut drin, glaube ich. 8:11, die erste Zwischenzeit, da brauchen wir noch ein bisschen hin. 8:14, also wir sollen hier eigentlich auch gewinnen. So, vorne sehen wir schon den Kollegen gerade da ums Eck biegen. Also wir sind schnell unterwegs. Wir sind sehr schnell unterwegs. Sehr, sehr gut. Bislang passt eigentlich alles. Boah, die Kurve habe ich wieder ein bisschen unterschätzt. So, das lief auch ganz ordentlich. So, hier ist ziemlich steil. Hier geht es dann gleich wieder. Hier bleiben wir nochmal in der Zeitverhaltung. Und gehen dann erst auf den letzten
Kilometer, wenn es dann nochmal vielleicht steiler wird. Dann auch aus dem Sattel. Ich glaube, hier ist es jetzt soweit. Wenn es so steil wird, dann sollte man sich da rausbewegen. Vorne sehen wir den Kollegen auch schon. 400 Meter sind es noch. 14:29 die Zielzeit. Da kommen wir vielleicht hin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes, 14:25. Das müsste eigentlich gereicht haben, um hier richtig vorne zu landen. War ein gutes Zeitfahren. Nicht überragend, aber gut. Da sieht man auf jeden Fall schon ein bisschen Fortschritt. Jetzt schauen wir mal, wer hat den Etappensieg geholt. Bitte, 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 bitte. Max Walscheid. Yes. Yes, Mann. Wenigstens ein bisschen versöhnlicher Abschluss hier. Bergwertung geht auch an Ulle. Puh. Sehr nice. Wichtig, wichtig. 3 Sekunden vor Bauke Mollema. Schachmann dann auch 3 Sekunden dahinter. Ulle auf der 17 mit 18 Sekunden Abstand. Auch ziemlich gutes Ergebnis. Da können wir demnächst dann mal mit ihm was machen. Bedeutet Teamwertung Platz 16 für uns. Geht schon mal richtig schön nach vorne. Also Bergwertung geht an Ulle. Punktewertung geht dann leider noch ganz knapp an Selig. Brandon McNulty in der Nachwuchsfahrerwertung vorne. Teamwertung 6. Platz. Kampfgeistwertung natürlich Taco van der Horn. Wer sollte es sonst sein? So, Teamwertung, wie viele Punkte haben wir jetzt? Sind immerhin 146. Damit sind wir schon mal besser als letztes Jahr. Das sagt schon einiges aus. Und jetzt gibt es ja noch die Rundfahrt mit 5 Etappen. Da gewinnen wir einfach alles. Und dann hoffen wir einfach mal, dass die Konkurrenz vielleicht dieses Jahr auch nicht ganz so stark ist. Wir müssen ja nur 3 Teams hinter uns lassen. Vielleicht sollten wir die dann einfach mal schwächen. Boah, AG Désert mit nur 36 Punkten bislang. Die werden bestimmt noch punkten. Ansonsten sind hier schon so ein paar Kandidaten, die wir vielleicht nochmal hinter uns lassen könnten. Leider hat Ulle sich gar nicht verbessert. Also da haben wir jetzt nicht so viel Sprintwertung. Wie viel haben wir da jetzt? 8 von 10 Zwischensprints. Da fehlen uns also noch 2. Und Berge der 2. Kategorie und so weiter gab es jetzt ja nicht. Deswegen ist Ulle jetzt erstmal so ein bisschen, ja, im Stillstand angekommen. Aber wir müssen halt die Eurotour freischalten. Im Idealfall natürlich noch mehr, aber dann schauen wir mal auf die Open Tour. Ich simuliere mal die Dauphiné und die Tour de France durch, dann sehen wir, wo wir ungefähr sind in der Teamwertung. Ich befürchte allerdings Böses, aber Dankeschön fürs Schauen und ja, zumindest mit einem Erfolgserlebnis gehen wir hier mal raus.